Im Golf 1 wird optional das Blaupunktradio Braunschweig angeboten. Das Monoradio hat 3 Bereichstasten und einen Anschluss für ein Tonband, mehr ist es nicht. Wir fragen nach bei einem Experten für Youngtimer-Radios. Im Gegensatz zu moderneren Radios haben wir hier keine Senderspeicher. Das heißt, ich konnte mir nur den Sender markieren mit so kleinen Schiebereglern und musste dann manuell meinen Sender daraufhin einstellen. Für den Golf 2 ist das Volkswagen Radio Gamma erhältlich. Es ist bereits deutlich komfortabler und wird in verschiedenen Ausführungen angeboten. Gut, wir sind bei diesem Radio jetzt knapp 10 Jahre weiter in der ganzen Entwicklung, Technik, haben ein moderneres Design sicherlich und ein LCD-Display, wo die Senderfrequenz angezeigt wird. Noch nicht wie bei heutigen Radios der Sendername, sondern nur die reine UKW-Frequenz. Im Golf 3 wird weiter Kassette gehört. Das Radio Alpha hat jetzt 2x20 Watt Stereo. Das Design passt sich dem Cockpit an. Einen großen Sprung macht dann der Golf 4. Hier wird erstmals optional ein Navigationsgerät angeboten. Das Radio RCD 300 im Golf 5 hat ein CD-Laufwerk. Der Kassettenschacht ist verschwunden. Es ist der Beginn der Multimedia-Geräte mit Navigation. Der Entwicklung im Fahrzeugbau hat sich natürlich auch die Radiotechnik sehr weiterentwickelt, von der analogen Technik zur digitalen Technik hin. Bereits im Golf 6 wird aus dem Radio ein modernes Multimedia-Navigationsgerät. Es gibt einen Touchscreen und das DVD-Laufwerk löst den CD-Player ab. Das Discover Media im Golf 7 kann nochmal deutlich mehr. Annäherungssensorik, DAB+, 3D-Kartendarstellung, Bluetooth-Telefonie und ein optionaler WLAN-Hotspot sind an Bord. Im November 2016 feiert die Bedienung des Infotainment-Systems per Gestensteuerung im Golf Premiere. Der Golf bleibt Technologieführer seiner Klasse und natürlich hat auch der aktuelle Golf weiterhin ein Radio.